Ich bin auf jeden Fall die Ameise der Kunst. Und das lasse ich mir auch nicht mehr ausreden. Weil ich bin auf jeden Fall die Ameise der Kunst. Und das lasse ich mir auch nicht mehr ausreden. Weil ich bin auf jeden Fall die Ameise der Kunst. Und das lasse ich mir auch nicht mehr ausreden. Weil ich bin auf jeden Fall die Ameise der Kunst. Und das lasse ich mir auch nicht mehr ausreden. Das wäre ja noch schöner. Weil ich bin die Ameise der Kunst. Und das lasse ich mir nicht mehr ausreden. Das wäre ja noch schöner, wenn ich mir ausreden lassen würde von den Selbstverwirklichern, dass ich nicht die Ameise der Kunst bin. Nein, 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 nein. Ich bin die Ameise der Kunst. Und das lasse ich mir nicht mehr ausreden. Und ich werde es beweisen, dass ich die Ameise der Kunst bin. Und das lasse ich mir von den Selbstverwirklichern nicht mehr einreden oder ausreden. Weil hier geht es um die totale Neutralität. Ja? Ich lasse es mir nicht mehr ein- und ausreden von den Selbstverwirklichern, dass ich möglicherweise nicht die Ameise der Kunst bin. Nein, 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 nein. Das lasse ich mir nicht mehr ausreden oder einreden, dass ich möglicherweise nicht die Ameise der Kunst bin. Das wäre ja noch schöner. Aber es ist gut zu wissen, dass ich es mir nicht mehr ausreden lasse, dass ich die Ameise der Kunst bin. Nein, 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 nein. Und das werde ich beweisen. Ich bin zwar müde, aber ich bin kein Selbstverwirklichungsfanatist. Und das wird mich in der Diktatur der Kunst nach dem Schlaf, der die größte Liebeserklärung des Lebens ist, werde ich aufwachen am Tag der Machtergreifung der Diktatur der Kunst. Und es wird ein Paradigmawechsel stattgefunden haben, der nichts mehr mit mickriger Menschenmacht zu tun hat. Deshalb bin ich ab jetzt nichts anderes mehr als die Ameise der Kunst. Und das lasse ich mir nicht mehr ausreden. Ich bin auch kein Guru. Ein Guru ist ein todritualisierter, abgesicherter, stinkender, ohnmächtiger Schamane. Nichts anderes ist ein Guru. Ein Guru ist nicht die Ameise der Kunst. Und ich lasse es mir nicht mehr einreden, dass ich ein Guru sei. Ich bin auch kein Messias und auch kein Prophet. Ich bin der Religiosität des Totenrituals nicht verhaftet. Ich bin auch nicht das Verhaftete der mickrigen, miesen Realität, die sich uns offenbart. Ich bin kein Verhafteter der miesen, lauwarmen Zeit, die man uns seit 1945 unterjubeln will. No grazie, bello, andiamo, du capito Mussolini, andiamo, no grazie, je suis no. Eine Selbstverwirklichungsfanatistensau. Not to me. Ich nicht. Denn ich bin die Ameise der Kunst. Ja, ich bin keine Guru-Sau. So ein todritualisiertes, selbstgefälliges Lächeln, was aus Tibet kommt. No grazie, bello mio. No, 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 no. Seht Moby Dick! Moby Dick! Moby Dick ist das Symbol der Diktatur der Kunst. Ja, einfach fließend durch den Strom der Zeit. Kein Problem hat Moby Dick, das Revolutionsbaby der Kunst zu erzeugen. Nein, 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 nein! Das Problem ist die mickrige Realität des Menschen und der Fanatismus, sich von Menschen regieren zu lassen.
1945 ist doch der letzte große Menschendiktator gestürzt worden. Warum wurde dann ein Grundgesetz erlassen, das den hemmungslosen Selbstverwirklichungsfanatismus in die Fratzen der Mickrigen hineingeschrieben hat? Wir leben in einem Land, was sich weltweit verkörpert, wo es nur noch um den hemmungslosen Selbstverwirklichungsfanatismus geht. Und wir haben jeder Straßenecke einen Kleinstdiktator sehen und ihm unsere Aufwartung machen müssen. Das ist der Diktatur der Kunst letztendlich komplett egal, weil es ja eh zum Overkill kommt. Ja? Leider war 1968 kein Captain Ahab mehr an Bord. Und deshalb konnten einige mickrige Selbstverwirklicher eine Revolution ausrufen, die nichts anderes war als eine mickrige Meuterei. Ja? Captain Ahab, wenn er an Bord gewesen wäre, hätte ja wenigstens noch rumverteilt und hätte diese mickrigen Ideologien der Menschenmacht verhindert und hätte diesen miesen Selbstverwirklichern eben ein bisschen rum eingeflößt. Und am nächsten Morgen wäre die Jagd nach der Diktatur der Kunst eben wieder neu vonstatten gegangen. Aber 1968 war eben kein Captain Ahab an Bord. Da waren eben nur irgendwelche mickrigen Selbstverwirklicher da, die auch keinen Captain mehr vor sich hatten. Es war auch kein Captain Bly dabei. Der war auch nicht da. Da waren ein paar Fletcher Christians an Bord. Fletcher Christians. Meine Mutter hat am Freitag beim Griechen gesagt zu mir, Jonathan, du hast eine Mission. Und ich habe gesagt, nee, Mami, das stimmt nicht. Ich habe keine Mission. Aber irgendwie habe ich wahrscheinlich doch eine. Aber die ist nicht ganz so mies wie andere.